Jung, dumm, arm. So die Vorurteile über Nichtwähler. Aber stimmt das? Zuerst einmal das Alter. Tatsächlich sind viele Nichtwähler jung. Bei den 21- bis 24-Jährigen geht ein Drittel nicht wählen. Weitere Vorurteile: dumm und arm. Fakt ist, 16% der Nichtwähler haben keine Berufsausbildung. Und ihr mittleres Einkommen ist geringer als das aller anderen Wählergruppen. Nicht zu wählen ist tatsächlich in sozial schwachen Milieus am weitesten verbreitet. Die Wahlbeteiligung der sozialen Oberschicht ist etwa doppelt so hoch. Die Folge? Die soziale Oberschicht ist im Wahlergebnis überrepräsentiert. Dabei sind Wahlen sehr wichtig, um in einer Demokratie mitzubestimmen. Wie schlimm ist es also, wenn viele nicht wählen? Es gibt zwei Erklärungsversuche. Erstens die sogenannte Normalisierungsthese. Sie sagt, keine Panik. Eine niedrige Wahlbeteiligung ist völlig normal für eine gefestigte Demokratie. Die Menschen sind grundsätzlich zufrieden und wollen eigentlich nichts ändern. Zweitens, und das genaue Gegenteil, die Krisenthese. Sie sieht die Demokratie in Gefahr. Denn die Nichtwähler verpassen der Politik bewusst einen Denkzettel. Diejenigen, die nicht wählen, werden auch nicht in den Parlamenten vertreten. Ein echtes Problem. Ob Gefahr für die Demokratie oder nicht. Wie groß ist der politische Einfluss von Nichtwählern? Wichtig zu wissen, nicht abgegebene Stimmen werden rausgerechnet. Fürs Wahlergebnis zählen nur abgegebene und gültige Stimmen. Sie bestimmen die Stimmanteile der Parteien und die Anzahl der Sitze im Parlament. Nichtwähler lassen ihre Stimme also verfallen. Und trotzdem können Nichtwähler der Politik einen Denkzettel verpassen. Beispiel Bundestagswahl 2013. 460.000 ehemalige FDP-Wähler werden Nichtwähler. Ergebnis: Die FDP fliegt aus dem Bundestag. Bundestagswahl 2017. Viele Nichtwähler, nämlich 1,2 Millionen Menschen, die 2013 nicht gewählt haben, geben jetzt ihre Stimme der AfD. Ergebnis: Die AfD wird drittstärkste Kraft. Fazit: Es lohnt sich, Nichtwähler zu mobilisieren. Doch das gilt als schwierig und teuer, weshalb meistens darauf verzichtet wird. Und Nichtwähler noch mehr ausschließt.